Willkommen zurück, neue Folge Elden Ring. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Wir haben noch einiges an Loot gesehen, wo wir es irgendwie noch nicht so wirklich rangekommen sind. Vielleicht... Ach Gott, warum müssen wir auf diesen blöden Balken, wo es nach unten geht und ich Höhenangst habe, diese blöden Fledermäuse bekämpfen? Die ich auch nicht leiden kann. Naja, was soll's. Augen zu und durch. Oh. Wenigstens bleibt das Vieh einigermaßen über dem Pfad. Und fliegt nicht zu krass in der Luft rum. Da unten ist auch nochmal eine Fledermaus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier runterspringen sollte. Gibt es Plunge Attacks? Nee. War das jetzt intelligent? Ich weiß es nicht. Aber wir kommen zumindest an ein weiteres Item ran. Oh, und hier gibt's... Ach, scheiße, ey. Okay, es geht nochmal nach oben. Ich gehe jetzt aber erstmal nach unten. Zu sehen, ob wir hier noch was haben. Und güdig. Das Level-Design ist interessant, aber es ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, hier waren wir ebenfalls noch nicht. Es könnte sein, dass es hier nochmal hier nach oben geht. Nee. Zur verdammten Hölle kommen wir jetzt schon wieder hin. Okay. Noch ein Aufzug. Und das Ding geht nicht auf. Okay, klar. Logo. Okay, wo zur verdammten Hölle kommen wir jetzt wieder raus? Das ist irgendwie spannend, aber auch... ein klein bisschen nervig, dass es keine geraden Wege gibt, sondern alles immer verwinkelt und um 3-4 Ecken geht. Wie düsterer. Eine neue Gnade. Schattenbergfried Hintertor. Okay, gut. Also wir haben auch das freigeschalten. Aber da war auch noch so eine Brücke, wo man irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, sollte man hinkommen. Und wenn wir sterben, werden wir zu anderen Gnadeporten, weil hier möchte ich eigentlich nicht respawnen. Dass die Tür da auch nicht aufgeht, ne? Okay. Da. Ich hätte jetzt gesagt, da müsste man auch irgendwie rauskommen. Aber... Moment mal, es könnte sein, dass wir da schon waren. Das ist die Brücke zum Boss, oder? Ich glaube, das ist die Brücke zum Boss. Das heißt, wir sind viel weiter höher im Moment. Es gibt noch eine Leiter jetzt, die von hier aus nochmal eins nach oben geht.
Zum Glück sind wir hier hingekommen. Sonst hätte ich mir einen Arsch abgesucht irgendwann mal. Und hätte irgendwie in einem Guide gucken müssen, wie man zu diesem Gebiet da hinkommt. Ach, scheiße. Gott, wenn ich etwas noch mehr hasse aus... Okay. Warte mal. Wo zur verdammten Hölle sind wir jetzt schon wieder? Waren wir hier schon mal? Ist der Typ kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wenn wir hier schon gewesen wären, wäre da kein Loot. Okay. Here goes nothing. Das war ein bisschen Glück. Okay, ein weiteres Item gehört uns. Jetzt kommt der harte Teil. Irgendwie müssen wir den anderen Typen töten. Oh, warte mal, der Idiot ist runtergefallen. Warte mal, hier oben ist noch was. Ich habe eine Idee. Ah, nee. Wo? Kacke, ey. Wenn ich noch mehr hasse als die Fledermäuse, sind es die roten Penner da. Wie zur verdammten Hölle kommt man da hin? Ich kann da schwer auf den Aufzug raufspringen. Ich vermute mal, wir müssen eins weiter runter. Oh. Guck mal, wer da hochkommt. Okay. Muss wieder hoch. Ja, er kommt wieder hoch. Ich meine, das ist nicht die geilste Art und Weise, um zu kämpfen. Aber wenn wir den Idioten töten können, ohne viel Schaden zu nehmen und vor allen Dingen ohne zu sterben, dann sage ich nicht nein. Ich habe mich nicht getraut, auszuweichen. Okay, da ist auch nochmal ein Item. Von der anderen Seite? Vielleicht? Da hängt eine Fledermaus. Okay, es gibt hier keinen guten Weg.
Vielleicht von unten und dann auf der anderen Seite wieder hoch? Da ist ein weiterer Aufzug. Ja, da drüben ist eine Leiter. Okay. Man könnte wahrscheinlich auch springen, aber ich habe das Gefühl, wir müssen so oder so runter. Tja, mal sehen. Es sieht nicht so aus, als würden wir da runter, darüber kommen. Von hier aus. Wir müssen wohl springen. Hilft nichts. Ich möchte wissen, wie wir an dieses Item da rankommen. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Okay. Aber wenn das ein Skardu-Fragment gewesen wäre, Leute, ich sag's euch, wäre ich angepisst gewesen, wenn sie da ein Skardu-Fragment hingepackt hätten. Okay. Zorn aus der Ferne. Okay, wir hätten nicht auf die andere Seite springen können. Das war gut. Boah, das ist alles... Ist mir ein bisschen zu viel. Ich meine, wir kriegen gerade die Items, aber... Ich weiß nicht. Okay, wir müssen diesen Sprung nochmal machen. Knapp. Das war arschknapp. So, hier war nochmal eine Leiter. Glaube ich. Und unten war auch nochmal ein Aufzug, oder? Ja, da ist ein Aufzug. Okay. Scheiße. Oh, mir zittern alle Gliedmaßen. Wo kommen wir hier raus? Okay, das ist eine Gnade, wo wir schon waren. Haben wir alles gesehen? Moment mal, wären wir von Anfang an dahin gekommen, indem wir hier einfach hochgegangen wären? Ist ein zweiter Lift, der runtergeht? Nee. Okay. Ich denke, wir sind hier durch. Unsicher? Ich möchte ungern rasten, weil dann sind die ganzen Gegner wieder da. Und wenn ich porte, sind die ganzen Gegner auch wieder da. Aber ich glaube, wir sind hier durch. Okay. Gut. Ich würde sagen, Bergfried ist abgeschlossen. Ist das jetzt, ist das der Dachspeicher oder ist das, das ist der Dachspeicher, okay. Gut. Ja, dann sind wir hier durch. Das heißt, wir haben jetzt Optionen. Passage zum Baumkult. Schattenbergfried Hintertor. Das geht dann dahin. Das da, westlicher Schutzwall. Und die Gnade zeigt hierhin. Also wir gehen erstmal
an die anderen. Oder wir gucken, ob wir hier mal weiterkommen. Wäre vielleicht auch nicht die dümmste Idee. Ich denke, vielleicht machen wir das in den nächsten Episoden. Machen wir hier mal. Waren wir hier unten schon? In dem Teil? Ich weiß es nicht mehr. Fingerruin von Ria. Ich denke, wir gucken uns in der nächsten Episode mal den Teil hier an. Und schauen mal, ob wir hier irgendwo... Wir suchen dieses Gebiet ab, weil hier haben wir eine Karte. Vielleicht kommt man hier auch über die Inseln rüber. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob die Inseln begehbar sind. Aber ich glaube, die hier unten sind es nicht. Ja, wir haben hier auf jeden Fall noch einen Drache. Und... Ja, ich denke, ich werde auch mal nachgucken, was wir für diese Quest machen müssen. Weil es soll wohl irgendwo ein Point of No Return geben und wir wissen nicht, wo der ist. Aber ja, das war ein interessantes Legacy Dungeon. Kann man nicht anders sagen. Ein bisschen abstrus teilweise für meinen Geschmack, aber ansonsten cool gemacht. Wie wir hier hochkommen, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht habt ihr das mittlerweile in den Kommentaren reingeschrieben, in einer Episode, die noch nicht ausgestrahlt wurde. Ja, es ist alles... Das sieht auch so aus, als wäre es irgendwie weiter unten hier. Wir müssen mal gucken. Ich denke, wir gehen erstmal in diese Richtung. Es ist... Das Einzige, was wirklich Sinn ergibt. Außer haben wir hier von der Hütte was übersehen, wo wir hier noch weitergehen könnten. Aber da war, glaube ich, ein Abgrund. Plus, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, ehrlich gesagt. Von hier irgendwo müsste man zurück Backtracking machen. Na gut, vielleicht gucke ich mir das auch offscreen nochmal an. Aber, ich denke, für heute war es das erstmal. Ja, wir haben einiges noch an Optionen im Reich der Schatten. Wir haben auch noch das Dungeon da, Kerker von Bonnie, genau, das müssen wir auch irgendwann mal noch machen. Vielleicht machen wir auch das beim nächsten Mal, weil das, dann haben wir das hier abgeschlossen. Aber wir müssen hier wegen der Kathedrale sowieso nochmal zurückkommen. Okay, gut. Wir haben ein paar Optionen. Ich denke mal, wir gehen wahrscheinlich erstmal hier in diese Richtung weiter und gucken, ob wir hier irgendwie was finden. Und, ja, dann haben wir noch dieses Gebiet und was auch immer dann da noch ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund, euer Northgate.